Zum Video kam es eigentlich relativ schnell, relativ einfach. Wir wollten sowieso ein Musikvideo machen, haben uns überlegt, was ist der unserer Meinung nach geilste Song auf der Platte, wo das möglich wäre. Und Glück hat Rufi hat ein geiles Thema mit dem Werwolf-Ding. Da dachten wir, da können wir viel draus machen und entsprechend haben wir das direkt umgesetzt. Ja. Auf jeden Fall, aber wenn du zu viel Gore hast, dann sagt YouTube, nö, Strike. Das ist nicht von mir. Das ist einfach saubitter dazu. Deswegen, wir machen nur eine Sekunde. Es darf nicht ab 21 werden, wäre ich jetzt mal so doof gesagt. Blackula, das ist schwarzer Dracula von 2017. Voll geil! Wasser, Wasser. Oh, Schnee, Wasser, Wasser. Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Ja, die müssen schwarz werden. Ja, das ist voll geil. Ey, mach das nicht. Ich hab extra vernünftig geschwommen. Wieso machst du so einen Scheiß? Ich hab da eben. Ey, ich bin von dem Scheiß Ohren. Nee, also, lass mich mal machen. Oh, hier ist soweit frei, du kannst. Ja, ich muss doch drehen, ey. Das ist gar. Oh, jetzt kommt was. Na gut. Davor sitzen. Ich habe den Song geschrieben, noch bei einer alten Band, wo Laura und ich zusammen drüber da war. Laura hat gesungen, ich habe noch Gitarre gespielt. Und das war ja eigentlich so ein bisschen Gitarrenposer-Song, so ein bisschen Anleihen von Children of Bodom und so Dissection-mäßig haben wir da viel gehört. Wir wollten uns ja eine Location suchen, wo wir eigentlich ungestörte, gruselige Waldszenen drehen können. Haben dann schnell gemerkt, tatsächlich, dass trotz der Bemühungen, die Grillhütte nicht so viel mit drauf zu haben, man am Ende dann doch sieht, dass es eine Grillhütte ist. Und haben tatsächlich unseren ursprünglichen Plan verworfen und gesagt, okay, wir integrieren das Ding komplett. Das wird jetzt eine Hütte. Dort findet alles statt und haben das Ganze dann so umgemodelt, dass es auch ja, stimmig ist in allen Aufnahmen, dass man durchaus sehen kann, im Hintergrund sieht man die Grillstelle, man sieht die Hütte, wo am Ende erhangen wird, wo gespielt wird auch und dadurch hat das eigentlich am Ende eine sehr ja, gute Stimmung bekommen. Die Drumaufnahme fand ich richtig klasse. Es war einfach super in der Hütte mit dem Nebel und dem Licht von hinten. Es sah ultra gut aus. Und ich habe dann meine Fußmaschine vergessen. Aber es war da zum Glück nicht. Ich habe dann einfach so auf den Boden getrommelt. Thank you.
Vocalaufnahmen sind klasse gelaufen. Gerade der Kontrast zwischen Licht und Schatten und mit dem Beckenleib und dem Nebel zusammen war schon klasse. Ganz besonders mag ich so die Nähe zur Kamera. Zusammen diese Säcke über dem Kopf haben und gesungen, da wurden Witzchen gemacht und sonst was, weil wir genau wussten, den Sound von dem Video nehmen wir nicht und die Situation ist für alle gerade so ein bisschen komisch, deswegen müssen wir die Situation ein bisschen aufheitern. Entführt, ihr seid. Ich finde das süß, das Film. Ja, aber wir sind ja am Chillen trotzdem. Wir sind ja am Rückenbild von Rambay und Stefan, weil das ja. Hilfe! Hallo! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir! Ja, sofort! Hallo, eine Postkurve. Extrem viel und sämtlichen Krams auf Amazon zusammengesucht von typischen Halloween-Zubehör, wie zum Beispiel diesen Zähnen bis zu dem Kunstblut, was wir erstmal kanisterweise uns besorgt haben. Schwarze Eyeliner, schwarze Lidschatten oder auch tatsächliche Theaterschminke, um am Ende wirklich auch dieses Schwarze hinzubekommen. Wir sind dann irgendwann. Man verirrt sich so in diesem Wirrwarr, das Amazon halt ist, und auf einmal sehen wir diesen geilen, künstlichen, abgetrennten Arm und dachten uns einfach nur so, ja scheißegal, was damit kommt, der kommt noch mit. Nebel. Die vierte. Go. Los, zappel. Also jetzt wär's am Laufen. Jetzt mach nochmal, damit du das gleich siehst. Die erhängten Szene hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ein bisschen unangenehm, so die Situation an sich. Aber wir haben ja ein ganz gutes Verhältnis innerhalb der Band zueinander, dass das jetzt nicht super unangenehm wurde. Also, Burkhard ist da ganz zärtlich mit mir umgegangen. Und dann? Ja, du darfst ruhig. Das ist leider nichts geworden. Okay, jetzt spuck.
Das ist kurz Blut. Weil ich mir da vorher voll Sorgen gemacht habe, wie das schmeckt, weil ich das ja ausspucken musste. Aber es hat voll den neutralen Geschmack. Okay, Kamera läuft. Wir drehen hier die unsichtbare Muschi-Teil ein. Das ist aber der beste Platz von hier. Ja, besonders krass fand ich eigentlich nochmal die Todesszene von mir. Dass man es nicht so ganz mitbekommen hat. Ich bin der zermatscht werdende Kopf mit der Schaufel. Wir hatten eine lange, lange Drehszene noch davor, wo ich mehrfach umgetreten werde, wo ich geschüttelt werde und sogar bei dem einen Schütteln, weil es immer noch nicht brutal genug aussah, bei dem einen Schütteln bin ich auch mit dem Kopf nicht gut aufgeschlagen. Da hatte ich auch noch eine Weile was von. Bisschen mehr Gewalt. Und es war dann noch ein sehr befremdliches Gefühl mit festgesurrt, mit Sack über dem Kopf auf den Boden zu legen und dann schlägt diese Schaufel so neben dem Kopf ein. Es klang ungefähr, als hätte man so nah neben dem Gesicht einen Einschlag. Und da war ich dann auch echt froh, als wir das im Kasten hatten und es dann doch wirklich so geil aussieht, wie es jetzt ist. Sagen wir so. Heftige Szene, aber. Geiler Effekt. Okay, das reicht. Das reicht, das ist ekelhaft. Und go. Ja, also Werwolf-Verbandungsszene war ohnehin schon extrem schwierig umzusetzen. Es gibt tausende Filme, die das alle unfassbar gut gelöst haben, unfassbar gutes Budget haben und das auch entsprechend richtig gut umsetzen können. Wir haben halt geguckt, wie können wir das in unserem, sagen wir mal, kleinen Maßstab halt umsetzen, ohne dass es peinlich wird. Und am Ende haben wir halt gesagt, okay, wir beschränken uns möglichst auf das Musikalische und machen das Ganze in so kleinen Ausschnitten, dass der Werwolf sich erst am Ende richtig dann schon mal verwandelt hat. Wir haben auch kein typisches Werwolf-Ding genommen, sondern eher wie so eine, ja, so eine sehr blutige, leicht haarige, fast schon zombieartige Version, die wir dann, denke ich, eigentlich auch ziemlich geil umgesetzt haben. Also, es gibt da so eine tolle Szene, wo der Hauptprotagonist halt mit dem Auto fährt. Wir haben uns gedacht, boah, das ist doch schon eine geile Szene, wie in diesen typischen Krimis, man das auch so kennt. Das Auto fährt auf die Kamera zu und dann gibt es einen Cut und das Auto fährt dann wieder von der Kamera weg, ja, so quasi als würde es drüber fahren. Und wir dachten uns, boah, das ist so eine coole Szene, das kriegen wir garantiert auch hin. Haben kurz überlegt, ja, wie ist denn das? Kriegt das Auto, kriegen wir das überhaupt unter das Auto gestellt? Ist das überhaupt ein Problem? Und dann dachten wir uns, ach, Stinkschnack. Machen wir mal einfach mal drunter das Ding. Wird schon passen, noch so grob, also drüber gucken, so, ja, ja, passt schon. Und nehmen noch richtig schön Anlauf auf diese Kamera und dann hört man es nur noch scheppern und alles, was an dieser Kamera abfliegen konnte, ist abgeflogen.
Und ich stand da nur noch und dachte so, scheiße, das war's mit dem Dreh. Aber sie steht und sieht aus, ja, auf eBay verkaufe ich die nicht mehr, aber ansonsten super.